Was geht, Leute? Wir sind gerade in Istanbul, genauer gesagt in Beyoğlu, hier am Galataturm. Das ist der geilste Spot hier. Unser Hotel ist auch gerade hier vorne. Und wir gehen jetzt zu einem geilen Laden frühstücken. Café Privato heißt der, ist gerade hier in der Nähe. Und danach zeige ich euch den weltbesten San Sebastian Cheesecake in Istanbul. Das wird richtig episch. Mein Kollege hat noch nie probiert, ich schon. Aber ich feiere es jedes Mal und dann nehmen wir euch natürlich mit. Kommt mal mit. Bro, es ist hier wunderschön. Was sagst du? Sehr schön. Galataturm, die Ecke ist geil. Unglaubliche Kultur, unglaubliche Kulisse. Gestern hat er noch gesagt, was hast du eigentlich für einen blöden Platz gebucht? Und jetzt sagt er gerade das Gegenteil. Es tut mir leid. Das ist ein geiler Platz. Das nehme ich zurück. Ich bin mal gespannt aufs Frühstück. Wir haben es noch nie probiert. Bist du auch gespannt aufs Frühstück? Sehr. Leute, das türkische Frühstück, für mich das Beste, was es gibt. Nicht, weil ich jetzt aus Türkei bin, aber ich feiere es einfach. Und jetzt gehen wir mal darüber. Leute, guckt euch mal diese Stadt an, guckt euch mal diese Cafés an. Es ist hier so lebendig, ich feier das. Ich war sicher schon 5-mal in Istanbul. Ich komme hier jedes Jahr her, ich kann es einfach nicht anders sagen. Es ist die beste Stadt für mich, wo es gibt. Stimmst du mir zu? Definitiv. Ich freue mich richtig, Alter. Das ist einfach 20 Grad, es ist richtig warm draußen. Leute, was so typisch Istanbul ist, ist die Steigungen. Es geht hier immer richtig bergauf. Bro, ich bin am Verhungern. Was geben wir uns heute direkt? Geben wir auch Sucuk mit Ei? Das ist mein Lieblingsfrühstück. Feines. Sucuk mit Ei. Ich feiere das jedes Mal. Ja, Leute, wir sind jetzt im Café. Endlich angekommen. Sehr altmodisch eingerichtet. Aber gefällt mir, ich mag das so altbacken. Diese Nostalgie ist ganz cool, erinnert mich an meine Kindheit ein bisschen. Die ganzen Wände sind mit so Papier beklebt. Das kommt richtig cool. Und jetzt kommt auch der frische Rosa. Stark, Dankeschön, die Stille. Bro, als ich mich gerade auf den Aufnahmen gesehen habe, habe ich gedacht, ich muss hier mal auch echt meine Haare machen lassen, weil die ja so licht geworden sind. Was hältst du eigentlich von dieser ganzen Sache, dass so viele Leute nach Istanbul fliegen? Ich finde die Möglichkeit, dass die Leute haben, finde ich natürlich super, weil ganz ehrlich, jeder sollte das machen, wobei er sich wohlfühlt. Ja, das ist das Wichtigste, gell? Das ist das Wichtigste. Und natürlich, was die Frauen gerne haben. Nein, Spaß, aber... So Leute, endlich haben wir das Essen bekommen. Ihr habt jetzt so 10 Minuten gewartet circa. Wir haben ein großes Menü bestellt. Das kann ich euch schon mal zeigen. Hier haben wir so Omelette mit Sucuk. Das ist so eine Knoblauchwurst. Richtig geil. Halloumi, Gözleme, das liebe ich sehr. Hier nochmal dieser Käse. Das ist so gummiartig, aber saulecker. Hier frische Kräuter und Brot natürlich. Das, Özcan, zeigt das mal kurz. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht, was das sein soll. Ob das so Pancake ist. Aber sieht sehr lustig aus. Und dieser Käse ist auch sehr geil. Feier ich richtig. Was jetzt wichtig ist natürlich zu erwähnen, das ist ein beliebtes Café und die Preise müssen wir natürlich besprechen. Und es ist nicht günstig gewesen. Es hat 1275 Lira gekostet. Das sind so 37 Euro ungefähr. Ja, ja, ungefähr so 40. 40 Euro für zwei Personen ist für Türkei-Verhältnisse natürlich nicht wenig. Aber dafür kriegt ihr halt wirklich so ein geiles Frühstück hier. Jetzt probieren wir das mal. Wir genießen das Essen. Und ja, Özcan, mit was soll ich anfangen? Ich habe jetzt Bock, in Halloumi-Käse zu beißen. Das ist so geil, Alter. Bruder, Halloumi. Beste. Könnt ihr jeden Tag essen. So, wie ist der Halloumi-Kunde? Bruder, das war der beste Halloumi bis jetzt, den ich hier gegessen habe. Und das war gerade mal der Halloumi. Und jetzt bist du mal an der Reihe. Das ist eine Ansage. Dann nehme ich mal den Halloumi. Mach einen schönen. Bro, jetzt bin ich gespannt auf deine Reaktion. Konsistenz, richtig brutal, gell? Kennt ihr den Gazi Halloumi? Ja, den kenne ich. Das ist einfach deren besser. Der ist viel besser, Bruder. Viel besser. Sehr gut. So eine richtige Kruste. Ich weiß nicht, ob man das sieht, wenn man einfach dort rein ist. Bruder, wir diskutieren gerade über einen Halloumi, aber er ist so faszinierend gut. Ich feiere das voll. Perfekt. Jetzt bin ich auf das gespannt. Auf den Pancake oder was das ist. Das hier, das auch. Sucuk liebe ich sowieso. Ich würde. Und dieser Käse, Leute, ist einfach Bombe. Das ist einfach alles weg. Wir futtern jetzt erstmal richtig hier, lassen es gut gehen und dann hören wir uns gleich wieder. Bro, ich weiß nicht, was das hier vorne ist. Das hier. So, jetzt probieren wir mal weiter, Leute. Gözleme. Leute, Gözleme, das ist das Beste von allem in der Türkei.
Bruder, was ist das für eine Geschmacksexplosion? Du zahlst hier ordentlich, aber das Zeug bis jetzt... Mit was ist das gefüllt? Käse und Spinat, glaube ich. Boah, Özcan, du musst das unbedingt probieren. Das ist krank, Alter. Ich muss das jetzt fertig essen. Es ist richtig saftig, Leute. Next Level, Bruder. Der beste Laden bis jetzt, wo ich war. Und ich habe jetzt nur Gönsime und Halloumi gegessen. Das schmeckt so gut, Leute. Leute, der Sucuk mit Ei darf natürlich nicht fehlen. Sucuk mit Ei, Leute, darf man das so sagen? Ich sag's jetzt einfach mal so. Das ist ja eigentlich nichts Schwieriges. Okay, schön flüssig noch das Ei. Vielleicht sieht man's. Ich bin ja eigentlich kein Essensbeurteiler, aber heute machen wir das mal ausnahmsweise. Man muss dazu sagen, Sucuk schmeckt ganz anders in der Türkei. Das ist gewöhnungsbedürftig, ich bin jetzt ehrlich zu euch. Özcan, das muss ich jetzt zugeben. Der Sucuk schmeckt ganz anders wie der andere. Der vom türkischen Laden. Ich mache jetzt mal unbezahlte Werbung. Egeltürk Sucuk, beste türkische Sucuk, anderes Gewürz. Aber ist ganz gut. Bruder, ich frage mich, was das hier ist. Also ich glaube, das ist auch ein Halloumi, weil das war auf dem gleichen Teller, oder? Probier das mal, Bruder. Nein, ich kann es nicht beurteilen. Es ist irgendwas Geiles. Es ist so fluffig, Alter. Boah, ich kacke ab. Also, jeder, wo das Video sieht, kommt hierher. Das ist übrigens der Köy Kavaltusu. Das ist, übersetzt heißt das, das Frühstück vom Dorf. Hier seht ihr so Tomatenaufstrich, irgendwie Paprika. Und dann geht's weiter mit türkischem Dorfkäse. Da haben wir auch noch verschiedene Kreationen von Käse. Gerundet wird das schön mit Oliven. Weißt du übrigens, wie Österreicher immer sagen, wenn sie das Essen abgeschlossen haben, mit was schließt man ab? Weiß es nicht. Man schließt immer mit Käse ab. Käse? Die schließen alles mit Käse ab. Habe ich auch gelernt. Nehmen wir mal diesen Gummikäse hier. Und Özcan, mich interessiert jetzt deine Meinung zum Gözleme. Diesen Teig mit Käse. Also gut, halt mal die Kamera. Ich will jetzt mal deine Reaktion sehen. Halt mal die Kamera. Leute, ich bin jetzt echt gespannt. Das ist wirklich Porno des Grauens, das Zeug. Käse schon mal gut geschmolzen. Natürlich ein schöner Gözleme. Der muss schön knusprig sein, ist das auch. Ja. Ja, ich würde mal sagen, wir beißen einfach mal rein und schauen die Geschmacksexplosion an. Ich bin echt gespannt. Bro, sei ehrlich. Soll ich ehrlich sagen, kennt ihr den Biss, wenn ihr etwas reinbeißt und dann einfach das so fein ist, so geil ist, dass ihr einfach nochmal gleich reinbeißen würdet? Also ich könnte das gerade nochmal bestellen, bin ich ehrlich zu dir? Anders, gell? Aber ich glaube, hier ist Kaschar-Käse drinnen. Meinst du? Ja, ja. Und der ist wirklich schön geschmolzen. Die Konsistenz ist einfach perfekt, gell? Ja. Das ist richtiger Foodporn, wirklich. Özcan, wir haben ja jetzt gesehen, wir haben hier so einen krassen Salat. Wir haben hier wirklich einen wunderschönen Salat. Ja. Da sind der Granatapfel. Leute, das sieht so Porno aus, aber das schmeckt so geil, gell? Das ist einfach nur ein Salat. Auch die Araber, die haben entdeckt mit Granatapfel. Auch irgendwie, wenn ihr beim Araber seid, habt ihr auch ab und zu irgendwie so einen Hummus-Teller mit verschiedenen so Baba Ghanoush. Ja. Irgendwie alles verschiedene Variationen. So Leute, da sieht man es nochmal, was sie hier auf die Beine stellen, gell, in dem Laden. Unglaublich. Der Gesichtsausdruck, der sagt einfach alles, gell? Umgerechnet 40 für zwei Personen. Teuer? Ihr könnt an vielen Orten im Leben sparen, oder? Aber beim Essen spart einfach nicht, weil das ist einfach Lebensqualität und die Gesundheit von eurem Leben. Da mit so einem Omelette. Wir haben fast alles aufgegessen, wir sind noch am Essen. Wir genießen jetzt noch den Rest und dann kommt was? Also Leute, das Highlight des Tages kommt jetzt. Der San Sebastian Cheesecake, der beste in Istanbul. Vienna, heute ist es soweit, Özcan. Jetzt darfst du mal den geilsten Cheesecake essen. Schön mit Schokolade überzogen, aber das zeigen wir euch jetzt gleich. Let's go! Leute, die Kuchen darf ich euch natürlich nicht vorenthalten. Hier hinter mir sieht man die auch. Die sind richtig episch, ich freue mich richtig. Mein Kumpel hat die noch nie probiert. Das ist alles in so einem großen Kühlschrank gelagert. Und hier das Ganze nochmal in Nicht-Slow-Mo. Leute, das ist der beste Kuchen, den ich je gegessen habe. So Kollege, jetzt sind wir im besten Café in Istanbul, wo es die geilsten San Sebastian Kuchen gibt. Bist du aufgeregt? Bin aufgeregt, bin hungrig. Wir sind hier gerade beim Galaxmotor. Vielleicht sieht man es. Ja. Kann schnell rüberschwenken.
Vielleicht sieht man es ganz hier im Hintergrund, ja. San Sebastian Cheesecake in der Türkei. Seit einigen Jahren richtig am Aufkommen. Ursprünglich San Sebastian Cheesecake irgendwie von Südamerika. Ich weiß nicht, ich glaube Spanien sogar. Mal hier in den Kommentaren schreiben, von wo der San Sebastian Cheesecake kommt. Ich glaube Spanien sogar. Vielleicht kommt er aus Spanien, von San Sebastian. Ja. Bestellen den jetzt mal. Wir bestellen einmal, glaube ich, mit Schoko und einmal ohne. Was sagst du? Ich nehme safe mit Schokolade. Wenn du es nicht machst, bist du selber schuld. Ich spare mir die Kalorien. Okay. Also Cesar, erzähl mal, wo hattest du überhaupt deinen ersten Cheesecake oder deinen ersten San Sebastian Cheesecake? Wen überhaupt? Bruder, das ist eine gute Frage. Ich kann mich gar nicht mehr, ehrlich gesagt, daran erinnern. Ich habe schon einige Cheesecakes gegessen, auch normale. Aber San Sebastian ist einfach das Nonplusultra. Das kannst du einfach mit keinem anderen Kuchen der Welt vergleichen. Weil der drin ist so Frischkäse, wenn ich mich nicht täusche, deswegen ist er auch so zart. Und wenn halt diese Schokolade drauf kommt, das ist dann halt nochmal das i-Tüpfelchen. Aber wo ich meinen letzten oder meinen ersten gegessen habe, ich habe gar keine Ahnung, Bruder. Ich weiß nicht mehr, was ich gestern gegessen habe. Ich weiß nicht mehr, wo das war. Bruder, was ist wichtig an einem San Sebastian Cheesecake? Das Wichtigste, Nonplusultra. Weißt du was? Nein. Wenn es innen schön cremig ist. Wie? Meint ich ja. Das ist einfach... Das ist der Frischkäse, wenn es der Frischkäse ist. Wenn ich mich nicht täusche, ich bin jetzt kein Backexperte. Aber das Allerwichtigste ist die flüssige Schokolade drauf, Bruder. Weil dann schmeckt er richtig geil. Und Leute, wisst ihr, was er falsch macht, der Kollege? Er hat einfach ohne Schokolade genommen. Das macht man nicht. Das musst du mit Schokolade essen. Gerade das macht ihn so geil. Aber er will schon ein bisschen von mir probieren, hat er gesagt. Willst du Calorie sparen, oder was? Kalorien sparen, wo man kann. Wir sind jetzt gespannt. Das dauert einen Augenblick. Der türkische Kaffee darf nicht fehlen. Türk-Kahve, beste. Der kann es fast nicht abwarten, der Kollege. Der dreht gerade durch. Bro, wo hast du eigentlich deinen ersten Kuchen gehabt? Du hast ja mich jetzt gefragt. Jetzt kommt gleich unsere Bestellung. Ah ja, Leute, da kommt's schon. Boah, fuck, ey, guckt euch das mal an. Das ist nicht meiner, der ist ohne Schokolade. Aber der türkische Kaffee darf natürlich nicht fehlen. Aber Leute, das ist mein Kuchen. Das ist das 9 Plus Ultra. Und wie ist dein erster Eindruck? Der erste Eindruck ist... Porno-Optik, gell? Sehr, sehr schön. Hier beim... Jetzt ohne Schokolade haben wir einmal bestellt, dass wir wirklich die Konsistenz vom San Sebastian Cheesecake sehen. Probier's jetzt einfach. Ich würde sagen, probieren wir. Ja. Auf die Ehre. Von deinem Schokoladenstück, gell? Ja, ich würde sagen, du probierst jetzt einfach mal. Probieren wir mal einfach vom normalen San Sebastian Cheesecake. Du probierst jetzt einfach meinen? Nein, nein, nicht deinen, meinen. Oh, ah, da. Okay. Jetzt bin ich mal gespannt, Leute. Kennt ihr das? Wenn ihr etwas gegessen habt und ihr wisst, es ist so gut, aber ihr habt irgendwie so eine lange Zeit das nicht mehr gegessen, ja. Und dann habt ihr einfach den Geschmack vergessen. Du hast ja lange auf süß verzichtet, deswegen probier. Hey. Probier einfach nochmal, nimm einen zweiten Biss. Ich nehme jetzt einen zweiten Biss, weil ich war einfach sprachlos. Genieß es einfach, okay? Leute, jetzt bin ich an der Reihe. Ich kenne den Kuchen ja bereits, aber es ist jedes Mal ein Erlebnis und jetzt probieren wir mal. Sag mal drauf, Bruder. Ah, oh, ist das geil, Alter. Sieht man es scharf? Yes. Probieren wir mal. Zu scharf. Boah, guck es mal an, Alter. Total. Immer ein Erlebnis, was soll ich sagen? Das ist so Porno. Das ist crazy. Ich bin jetzt das dritte Mal hier und ich kriege einfach nicht genug von dem Zeug. Östjan, du hast ja meinen Schoko noch nicht probiert, oder? Nein, ich glaube, der ist tödlich, oder? Ja. Kalorienmäßig, tödlich, zündenmäßig unterwegs. Dann nimmt er schon noch einen Löffel. Ich kack so ab. So, Cesar, ja. Zwei Löffel hast du schon gegessen. Das ist in 2 Minuten fertig. Ey, sag das nicht zu laut, weil ich will auch noch ein Stück, gell? Ich habe ihm gesagt, ich will ihm nichts abgeben, aber... Du kannst mal zeigen, was du trinkst. Das sieht wie ein Espresso aus. Ist das ein Espresso, oder? Nein, das ist Türk-Kahve. Wenn ich Kaffee trinke, dann den in der Türkei, weil der hat einen ganz anderen Geschmack. Ist auch ein bisschen bitter, aber irgendwie, ich kann es nicht beschreiben. Ihr müsst es mal probieren. Türk-Kahve, mittlere Zuckerstärke, das heißt Orta auf Türkisch. Hast du es jetzt Orta bestellt? Genau, ich habe Orta bestellt. Ach was? Und also mittlere Stufe Zucker und es schmeckt sehr geil. Aber das ist ja nicht das Highlight. Das Highlight ist einfach der Kuchen, Alter. Das ist gerade noch mal ein bisschen und nehmen. Ein weiteres Stück. Leute. Baba, was soll ich sagen? 6 Stück davon essen. Das ist einfach brutal. Was glaubst du, wie viele Kalorien der hat? Der ganze Kuchen. Ein so... Meiner mit Schokolade, so
So 500? Also ich denke, zwischen 500 und 600 wäre realistisch. Oder sogar vielleicht 700. Seid ihr Team Schokolade oder Team nicht Schokolade? Das kommt so gut, wenn du noch dieses Bittere mit dem Kaffee kombinierst. Das ist gerade deutlich geiler. Das ist wirklich eine Zuckerexplosion. Das kriegt aber keiner so gut hin. Und der Preis haben wir schon oft in Kommentaren gelesen. Also Rezession soll recht hoch sein. Schauen wir auch mal gleich, was das kostet. Ich habe irgendwie so 8,50 gelesen. 8,50 in Euro. 8,50 ist schon ein saftiger Preis, aber wir werden es jetzt gleich sehen. Dann sagen wir das natürlich euch auch. Und bei uns ist es natürlich wichtig, dass wir alles transparent offenlegen. Wir werden jetzt nicht vom Kaffee bezahlt, kein Sponsoring. Leute, wir müssen noch dazu sagen, das ist ja alles unbezahlte Werbung, damit ihr Bescheid wisst. Ich krieg natürlich kein Geld dafür. Ich liebe einfach dieses Café und esse hier gerne. Also Leute, wir haben jetzt die Rechnung erhalten. Jetzt kommt die Stunde der Wahrheit. Wie ist der Preis? San Sebastian Cheesecake haben wir gegessen. War sehr fein, sehr lecker und hat uns überzeugt, würde ich sagen, von der Qualität her. Ja. Geschmacklich auch sehr gut. Zum Fazit, wie gesagt, preislich eher gehoben, europäischer Standard. Ja. Ich weiß nicht, du warst ja in Stockholm, hast ja auch ungefähr hast einen Lotus-Cheesecake mal gegessen gehabt. Der war teurer, ja. Der war noch teurer, aber... Aber das war, auch eine Abzocke, der Laden war eine Abzocke. Der war eine Abzocke, aber hier ist es keine Abzocke. Wir haben ungefähr 8 Euro, der Kurs schwankt extrem momentan. 8 bis 9 Euro, wenn wir rechnen. Ja. Cheesecake mit Schokolade ungefähr 9 bis 10 Euro. Das ist ordentlich für türkische Verhältnisse, muss man sagen. Aber du kriegst dafür was geboten, sagen wir mal so. Ja, das ist so, definitiv. Das ist der beste Cheesecake, den muss man einmal probiert haben, würde ich sagen. Ich würde sagen, den muss man probiert haben, ja. Aber in Istanbul gibt es wirklich viele Restaurants, viele Cheesecake Factories, wie die heutige Jugend oder die Gesellschaft solche Restaurants bezeichnet. Ja Leute, wir haben jetzt die Rechnung bezahlt, sind durchaus zufrieden, war ein super Kuchen. Das Video ist auch an dieser Stelle fertig. Ich wollte mal kurz den Leuten zeigen, was wir hier gemacht haben heute. Heute Abend fliegen wir nach Antalya und dann machen wir dort noch ein paar Sachen. Seid gespannt. In diesem Sinne, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, das ist natürlich wichtig für den Algorithmus. Und Özcan, Dankeschön nochmal, dass du gefilmt hast. Sehr gerne. Ich hoffe, der Content, die Qualität wird jetzt deutlich besser in Zukunft und ich würde mal sagen, bis dann.